Hallo und willkommen zu City Skylines. Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vergiss nicht zu abonnieren und zu bewerten im Laufe des Parts. Und weiter geht's in DLC City. So, wir haben ja letztes Mal mehr oder weniger Snowfall, was man hier nicht sonderlich weit ausbauen kann, abgeschlossen. Ich habe hier drin nochmal die Zuordnung geändert, weil ich hätte mal auf die Anwohner hören sollen. Ich habe jetzt hier Bürogebiete drin und noch ein paar Gewerbegebiete. Und das passt gerade genauso, dass sich das ausgleicht. Und sobald das jetzt hier ausgebaut ist, wollen die wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen haben. So, aber trotzdem, wie man am Titel schon sehen kann, ich habe Parklife drin. Wenn man mal ganz kurz guckt, Parklife erweitert unser Repertoire an Parks um ein Vielfaches. Dann gibt es außerdem noch so Parks, Schrubbgebiete, Parkpflegegebäude. ich glaube, die sind aber wieder für alle da. Jetzt ist natürlich wieder doof, wir bauen es nur in dem District, wo halt Parklife drin ist. Aber ist ja auch Latte, darum geht es ja hier in dem Spiel. So. Wenn ich jetzt hier, also ich glaube, wir müssen echt ein großes Gebiet für Parklife nehmen, weil alle vier Parks so auf einem Fleck, dann wäre, glaube ich, hier ein Park, da ein Park, da ein Park, da ein Park, ist, glaube ich, ein bisschen viel. Ich glaube, wir werden es ein bisschen mehr verteilen, dass man hier vier Parks drin hat und ja, und dann schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickelt. So, jetzt ist noch die Frage, ob ich das Ganze nicht zusammen zu einer Straße führe und dann nach unten. Ich glaube schon. Und da der Kram müsste eigentlich auch noch ein bisschen bearbeitet werden. Aber Sekunde, bevor wir jetzt anfangen, mache ich Folgendes. Denn unser Parklife-Gebiet muss hier erstmal wieder einfach so auf der Straße bleiben. Na, voll gut. Muss hier erstmal betitelt werden. Und auch eingeteilt werden. So. Das ist auch mal gut, dass man das nicht gerade ziehen kann so richtig. Ah, warte mal, ich hatte da letztes Mal einen Trick. Ah, ging nicht so ganz. Ich benutze dann einfach so die Map. Also ich halte einfach gedrückt und verschiebe dann die Kamera. Top, oder? Ah, habe ich mir einen super Trick gezeigt. Aber eigentlich ganz geil. Achtung. Wie so ein Scheibenwischer. Oh, der war zu viel. Voll wie so ein Scheibenwischer, muss ich ja schon mal sagen. Das ist ja der Wahnsinn. Auch nix. So jetzt. Top. Ja, müssen wir nachher nochmal ein bisschen angleichen hier. Ich denke mal, unterhalb der Schiene kommen dann, oh nein, kommen dann die anderen Gebiete hin. Also das andere Gebiet. Und ich bin auf das nächste DLC gespannt. Ich könnte wetten, da kommen noch welche und das kommt dann hier unten in die Ecke rein. Notfalls müssen wir die Kachel nochmal aufklappen und dann können wir weiterbauen. Aber erstmal ist das ja jetzt dann abgeschlossen, mehr oder weniger. Und auf das freue ich mich jetzt besonders. Parklife DLC. So, oder? Glaub schon. Parklife DLC. So, habe ich gerade schon die Parks gezeigt, glaube ich, ne? Wir haben nämlich einen Stadtpark, einen Freizeitpark, einen Zoo und einen Naturpark. Und Requisiten. Und hier haben wir nochmal die Parkschrubbanlage. Ich glaube, die machen wir irgendwo hier in dem Bereich hin. Dann kann die schon mal anfangen zu schrubben. Genau, mach mal richtig geil die Parks sauber. Ich glaube, die fahren jetzt zu jedem Park, den es gibt. So, und hier ist unser Projekt Eden, das krasseste Gebäude der Welt. Ist halt ein Monument, ne? Das ist natürlich immer krass. So. Also hier hätte ich ganz gerne nur eine Straße und anstatt diese Doppelstraße werde ich mal eben einführen. Aber vorsichtig. Und ich glaube, Parklife werde ich auch wieder grüne Straßen benutzen. Ich glaube, die hatten jetzt keine eigenen Straßen wieder dabei, ne? Ich muss nur mal gucken, welche Straße wo reinkam. Wir können ja erstmal die normalen Straßen verwenden und dann schauen wir mal. Die armen Autos, aber wenn sie Glück haben, fahren die gleich wieder hier drauf. Kann ich das so machen? Ja, so geht's. Dann hier runter. 90 Grad. Ah, sieht doch gut aus. Also noch nicht, aber man kann es lassen. Hier müsste eigentlich auch noch so Parkplätze und so ein Kram hin. Sollen wir das mal eben stylen? Ich meine, nützt ja nichts, wenn wir ein neues Gebiet anfangen und das alte einfach nicht so schön aussieht, ne? Oder die alten Gebiete. So. Oder wir machen schräg. Ne, schräg ist auch blöd. So, dann... Nein? Ah, Bulldozer. Ich vergesse das jedes Mal. Ich habe ihn doch auf eine Schnelltaste gelegt. Tut mir immer so leid, wenn ich so verpeilt wirke. Aber das ist nun mal so.
Da kann man nichts gegen machen. Also klar, einen anderen Kanal abonnieren, der nicht so verpeilt ist, aber... da lassen wir mal sein jetzt. So. Da auch noch und dann hoffentlich... Ah ja, sieht gut aus. Na, du wunderschönes Gerät. Jetzt kommen hier wundertolle Style-Sachen rein. Ich meine, die haben wir schon zu Genüge benutzt, jetzt die Dinger hier, aber trotzdem finde ich die eigentlich ganz geil. Auch diese Kanal... Ich glaube, hier werden wir echt einen Kanal mal bauen. So einen richtig schönen Kanal. Kann ich das irgendwie aufteilen? Geht natürlich nicht. Geht denn... Ne, das sind Wege. Das sind so ein paar Schirme. Vielleicht kann ich das so machen. Boah, das wäre geil. Ja, kann man nehmen. Dann kommt das hier auch nochmal hin und dann haben wir es doch. Parks und Plätze. Da, die Schirme noch auf die Seite. Klar, der ist ein bisschen Abstand, aber dafür haben wir ja Move It. So. Die fliegenden Autos sind immer besonders geil. Oh. Dann hier noch ein paar Parkplätze dran, dann großer Platz vor. Schon haben wir doch das Ding fertig. Das sind so ganz einfache Sachen, aber damit verändert man quasi das komplette Aussehen von so einem Teil. Ja, da sind nur mal ganz viele, die da parken. Hier, da kann man nicht parken. Okay, auf einer Seite reicht. So, wenn man das bedauern möchte, wenn man das besuchen möchte, kann man da locker flockig parken. Alles ist hier irgendwie... ne, jetzt ist gerade... Hä? Egal. Habt ihr gesehen gerade? Sonst spurt man zurück. Auf einmal kam die ganze Straße so hoch, so plopp. Warum auch immer, sie kam hoch. Oh, brauchen wir ja gar nicht mehr. Hat sich ja verbunden, perfekt. Durch das Gebäude, nice. Und ich dachte schon, das sieht jetzt aber nicht so gut aus mit dem Dingern da dran. Haltestelle war, glaube ich, in der Ecke noch nicht. Haltestellen werden wir hier noch ganz viele einbauen. Gerade hier kommt noch ein neuer Kreis rein. Und jetzt könnte man den Surface Painter vielleicht wieder nehmen. Und hier alles asphaltieren. Ja, so mag ich mein Projekt Eden. So. Ah, ist doch cool. Okay, Projekt Eden sieht schon mal ein bisschen besser aus und auch die Straße an sich ist ein bisschen schöner gelegt. Ich würde aber trotzdem ganz gerne einen meiner ersten Parks jetzt setzen. Das würde ich, glaube ich, einfach hier dran anschließen. Also eine der Hauptstraßen. Oh, top. So, das meine ich. Ich glaube, wenn man da keine Ampel... Oder wenn man da eine Ampel hat, dann geht's. Nee, warte, anders. Wenn man da keine Ampel hat, dann geht's. So, jetzt haben wir es aber. Und das wird eine sehr stark befahrene Straße werden. Ich fühle es schon. Ich fühle mit dir. Straße. Warte. Oh, ich dachte, ich kann jetzt wieder meinen geilen Trick machen. Ja, kann ich. Top. So, jetzt ist die Frage, kriegen wir das hier auch hier hin? Toll. Ja. Oh, gerade war es noch eine schöne Brücke. Jetzt einfach so eine sechsspurige Irgendwas-Brücke. Aber man braucht ja auf jeden Fall eine sechsspurige Straße. Hier vorne vielleicht nicht, muss ich sagen. Boah, das passt ja perfekt. Guck mal, da fängt der Pfeiler an von der Custom-Brücke. Und da hat einer die Laterne da reingebaut. Aber da kann er nichts für. Der hat ja nur eine Anweisung gearbeitet. So, gibt hier auch, fällt mir gerade mal ein, haben wir auch mal im Livestream für Geld gesammelt. Und ich glaube insgesamt, weiß ich gar nicht mehr genau, 2000 Euro gespendet oder so. Schlag mich tot. Und da fällt mir gerade ein, wo ich gerade wegen dem Handwerker geredet habe, von wegen, macht da mal eine Laterne rein. Da, wo wir hingespendet haben, war das Ronald McDonald's Haus in Essen. Also könnt ihr mal nachgoogeln. Und hat jetzt nicht unbedingt viel mit McDonald's zu tun. Und das ist so ein bisschen random zusammengebaut. Und da wurden die Handwerker auch drauf wurde gebeten, alles so ein bisschen verschoben und anders zusammenzubauen. Und da haben die sich super schwer getan.
Also jetzt nicht so alle Fliesen gerade verlegen, ist so ein bisschen kunstvoller alles. Kann man jetzt schwer beschreiben, aber wer vielleicht die Bilder davon gesehen hat, kann vielleicht mitreden. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall fällt mir das gerade ein, wo der Handwerker hier die Laterne reingezogen hat. Wisst ihr Bescheid jetzt, ne? So. Das ist so geil, wie viele Autos hier schon rumfahren, obwohl noch nichts ist. Selbst hier fahren jetzt Autos her. Hier kommt der erste Park hin, das wird geil. So. Und wir machen auch eine Straße von da unten runter. Da behalten wir die Breite bei. Ihr seht schon, ich erwarte große Verkehrsansammlungen bei den dicken Straßen hier. Hier ist nichts organisch mehr, hier ist alles hart geplant. Ich freue mich auch auf die Schönschreibstadt. Das hier eine schnell runtergeschriebene Stadt auch nicht. Das ist auch eine schöne Stadt. Wir haben halt nur einen anderen Fokus. Fokus. So, warte mal. Jetzt theoretisch würde ich vorne anfangen mit dem Stadtpark. Ich glaube, den habe ich aber schon mal gebaut. Vollen Sinn, vollen Grund. Ich glaube, ich fange hier an der Ecke echt mit dem Freizeitpark an. Ich fände es geil, wenn der hier quasi so ein bisschen am Ufer entlang ist. Ja, stimmt. Das fände ich echt geil. Und dann braucht man nämlich eins. Also ich finde schon richtig geil, wenn er so richtig im Ufer integriert ist. Oder am Ufer integriert ist. Das muss jetzt schon schön werden. Ich mache mal ganz kurz Pause, weil wir einfach die Stromleitung jetzt kappen müssen. Und das ist die für die ganze andere Seite. Ne, für die Seite hier. Oh, es tut mir so leid. Das war die dicke Straße, richtig? Genau. 10 runter hatten wir und ich glaube auch 9 Entfernung. Oh, geht sogar sehr gut. Dann machen wir auch 10 runter, 9 Entfernung. Führen wir die zusammen. Das mache ich jetzt extra, damit wir hier frei haben und da den ersten Park ganz gut setzen können. Der wird dann so ein bisschen am Strand. Freizeitpark am Strand, Hansapark. Das ist auch so. Das war die krasseste Achterbahn, auf die ich jemals gegangen bin. Ich glaube, irgendwas mit Kärnten, das Fluch des, was weiß ich, wie das hieß. Das war aber so heftig. Also ich war schon auf sehr vielen Achterbahnen, by the way. Und daran merkt man, jetzt kommt's, festhalten, dass man alt wird. Früher war alles locker easy, jetzt ist mir schwindelig, wenn ich da runterkomme. Oder die Achterbahn sind einfach heftiger geworden, kann auch sein. Oh, hier ist ja so ein. Nein, hier geht's bergab, Leute. Was soll ich denn tun? Oh. So. Krass, so tief war das hier? Lol. Und da ein bisschen größer machen. Dann müssen wir leider auf jeden Fall ein bisschen gerader kämmen wieder. Dass es dann nicht so steil ist. Und ein bisschen angleichen hier mit dem Geländeangleichungstool. Das war zu viel. Ich glaube, den größeren Pinsel und eine geringere Stärke. Kann man auch auf andere Lebenssituationen ableiten. So. Wenn man streicht zum Beispiel. Da habe ich manche auch lieber einen kleinere Rolle. Boah, ich habe mal alles mit einer kleinen Rolle gemacht, ne? Das war nicht so gut. Oh, vergiss das. So. Guck mal, wie cool. Ja, Peter ist wie immer leicht zu begeistern. Und hier auf der Landfläche, da kann man, glaube ich, echt einen stärkeren Pinsel nehmen. So, jetzt haben wir das hier schon mal fertig. Jetzt kann man noch mal ganz kurz gucken wegen der Keimmauer. Ah, die ist aber echt niedrig, ne? Bleib doch mal hier oben jetzt. Hier ist gut. Hier ist top. Aber hier hätte ich ganz gerne die Anarchie aktiviert. Zack, roter Vogel activated. Oh Mann.
Manchmal redet man so viel Müll und das gleichzeitig, der Wahnsinn. So, mal angenommen, ich bin jetzt hier unter der Autobahn. Wie perfekt ist das denn, bitteschön? Und dann hier so in den Berg rein. Boah, wie cool wäre das denn? Bitte lass es gut aussehen, bitte. Ja, fast gut. ja, ich ziehe nochmal ganz kurz raus. Die Erde bebt. Doch, hier ist gut. So. Ja, top. Hier geht es ein bisschen abfälliger, alles gut. Da fängt es quasi unter der Autobahn an. Boah, lol, wie ich da jetzt runtergeflogen bin. So, los geht's. Top. Ein wunderschönes Gerät. Hier sieht man aber, hier ist ein kleiner Knick drin. Kann aber wegen der Straße. Kann das wegen der Straße darunter sein? Ich glaube nicht, oder? Straße darunter. Oh, alles im grünen Bereich. Ich glaube nicht. Ey, das ist ein bisschen abfälliger. Aber das ist egal, das passt jetzt. So. Oh, Strom. Oh mein Gott. Ah, warte mal. Sollte ich mal den Vogel ausschalten wieder? Sonst habe ich hier gleich alles umgebaut. Das wäre jetzt geil gewesen. So. Laber, laber, laber. Bau, bau, bau. Und dann. Alle pleite. Das heißt alle pleite, aber die werden halt alle ausgezogen, ne? Ah, warte mal, hier vorne ist ein Stromanbieter, der bringt noch ein bisschen Strom, aber nicht so viel. Wäre ganz schön, kann das wieder weggehen? Jetzt so? Ah, dankeschön. Wäre, glaube ich, ganz schön in die Hose gegangen. So, und jetzt machen wir hier nochmal eine wunderschöne... Also die Straße bleibt so dünn, auf jeden Fall. Oder wir machen das auch zu großen Gebäuden. Ich würde jetzt ganz gerne einmal den Parkeingang setzen. Und der sollte dann... Ah, ich glaube, das wird ein sehr kleiner Park. So, vielleicht von hier so. Wo sind denn meine Straßen? Da sind die Markierungen. Ja, ich glaube, hier ist besser. So, dann wäre 90 Grad. Kann ja noch ein bisschen variieren mit dem Park. Aber ich setze ihn jetzt erstmal hier hin. Unser erster Park von Parklife. Wo ist es? Ah, nee, warte mal. Oh, da war ja was anderes, genau. Man musste ja jetzt hergehen. Und, warte, komm gleich drauf. Nee, nee, das alles von... After-Gedöns. Viertelbemalung. Hier, das Parkgebiet übermalen. Natürlich. Natürlich wollen wir das übermalen. So, wir müssen jetzt ähnlich wie bei den Industriesachen sagen, wo denn welcher Freizeitpark hin soll. Also Stadtpark, Zoo oder whatever. Oder jetzt hier der Freizeitpark. Staffield-Gärten. Nee, nee, das wird... Oh nein! Haut mal bitte einen Namen raus für unseren... Freizeitpark. Also Freizeitpark und dann kommt der Name. Oder wie heißt der? Heißt der Freizeitpark? Glaub schon. Hier. Freizeitpark Haupttor. So, wir setzen das Haupttor hier vorne hin und da werden wir dann auch noch ein paar Parkplätze dran machen. Vielleicht ein Parkhaus. Vielleicht auf der anderen Seite noch irgendwas. Und an sich sollte es reichen. Herzlichen Glückwunsch, Freizeitpark hat Stufe 1 erreicht. Wie gesagt, ich glaube, dass ich den noch gar nicht gebaut habe. Ich habe bisher nur einen Stadtpark gebaut, einen Zoo und glaube ich noch ein anderes. Weil an so Sachen wie Riesenrad und so kann mich gar nicht erinnern. So, da fehlt Wasser. Nein. Doch, warum fehlt denn hier Wasser? Stimmt, hatte ich irgendwann mal gesehen, habe ich aber ignoriert, ne? Typischer Peter wieder. Und dann erschrocken, wenn Wasser fehlt. Die Leute, die den Park jetzt besuchen, sind bestimmt enttäuscht. Was kann man denn hier machen? Ja, ihr könnt da, wenn ihr wollt, zum Fluss gehen. Kann ich aber auch da oben.
Dann ja, aber hier doch nicht. So, und dann sind die alle da. Oh Mann. Können wir schon gut mit den Leuten diskutieren. Ramen! So, ist das jetzt? Ist nicht, ne? Ist noch zu weit weg. Jetzt aber. Jetzt hast du Strom. Komm, und wir bauen die ersten Geräte in den Park. Den werde ich keine Angst, der wird nachher noch cool gestylt. Jetzt nicht erschrecken. Oh, warte. Bitte nicht hauen. Der wird nachher noch cool. Oh. Der künstlichste Park, den ich so kenne, ist eigentlich Movie Park. Da war ich zwar schon sehr, sehr oft, weil er einfach in der Nähe ist. Hatte ich auch mal Dauerkarten, aber das ist trotzdem der. Weiß ich nicht. Der einfach hingestellteste Park, den ich kenne. So. Kleiner Freizeitpark, Haupttor. Nee. Freizeitpark, Nebentor. Platz im Freizeitpark. Oh, ein Platz. Auf. Fangen wir natürlich hier an. Oh nein. Unsere Folge wird zu lang. Ich wollte doch hier noch schon was bauen. Also das heißt so lang. Manche wünschen sich ja lange Folgen. Manche sagen aber auch, ich kann so lange oder so viel nicht an einem Tag gucken. Da muss man halt alle mal so ein bisschen bedingsen. Ah, das schöne Chirpiland. Das ist nicht das beste Land, aber wir haben eins. Und da läuft sogar so ein Dinosaurier rum. Wenn ich das so baue, fällt mir gerade Rollercoaster. Nicht Rollercoaster Tycoon? Ja. Das andere, wo ich immer den Namen von vergesse, gibt's auch. Habe ich mal im Stream gespielt. Und früher auch auf YouTube. So. Ich glaube, der ist fertig. Toller Park, oder? Man kann reingehen und ist auf dem Platz. Top. Ja, wird sich jetzt alles mit der Zeit nochmal komplett ändern hier. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, das einzuführen. Klar, haben wir jetzt wenig Park gebaut, aber viel drumherum und viel vorbereitet. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man hier machen muss. Und ich hoffe, oder ich glaube, es wird sehr, sehr cool, dieses Gebiet. Vor allen Dingen, weil es einfach von Parks übersättigt dann ist. Weil normalerweise verteilt man die in der Stadt. Also haut rein, bis zum nächsten Part. Tschüss. Ha, warte. Bis zum nächsten Park. Tschüss. Boah, war der schlecht.